Hallo, hier ist euer Max und ich begrüße euch zum ersten Auflieger-Update von der Viessmann Carmotion Serie. Heute zeige ich euch einmal alle verfügbaren Auflieger und was sich jetzt seit Auslieferung der ersten Auflieger bis heute getan hat. Und wir betrachten einmal Qualität, Funktion und alles, was dazugehört. Wir starten einmal mit den allgemeinen Punkten, was jeder Auflieger gleich hat. Ich nehme hierfür mal den Kippauflieger und wir gehen einfach Bauteil für Bauteil durch. Bei allen Aufliegern gleich ist einmal der Königszapfen hier vorne. Hier zeigt sich auch schon die Entwicklung seit der ersten Auflage, denn der Auflieger hier ist einer der ersten, denn der hat den Ursprungskönigszapfen in einer sehr passgenauen Ausführung, mit einer sehr guten Führung. Jedoch bei starken Kuppen, also beim Überfahren von Kuppen, kann sich der Zapfen aus der Sattelplatte lösen. Ich demonstriere das einmal. Also das Fahrzeug fährt über die Straße, über eine starke Kuppe und der Auflieger löst sich raus und hängt sich aus und wird dann an dem gesteckten Stecker nur noch hinterhergezogen. So, bis er sich dann irgendwann irgendwo verkantet und eventuell das ganze Fahrzeug, also den Stecker abreißt oder das Kabel abreißt, also bis zum Totalschaden. Das war die Erstausfertigung des Königszapfen. Auf geraden Modellbahnen, zum Beispiel bei mir, entsteht dieses Problem nicht. Ich hatte dieses Problem noch nie. Aber ja, jede Anlage ist anders. Was wurde getan? Der Königszapfen wurde hier im unteren Teil einmal aufgedickt. Also hier geht es um Zehntel Millimeter, wo der untere Durchmesser oder wo am unteren Teil des Königszapfens so eine Art Wulst ist. Der, Beispiel bei dem hier, denn das ist die neuere Generation, das Auskuppeln gar nicht möglich ist. Ihr seht es, wenn ich hier den Auflieger drehe, kippt sogar das Fahrzeug mit. Ich kann das komplett hochheben. Also das Verlieren des Aufliegers ist durch das Aufdicken im unteren Teil gar nicht möglich. So, was kann denn jetzt passieren mit dem Aufdicken? Im ersten Moment mal gar nichts. Besagte, jedoch aber stärkere Kuppel, kann es passieren, dass das Fahrzeug den Auflieger einmal komplett aushebt. Denn der Auflieger setzt sich hier hinten auf die Kotflügel oder auf das Chassis und es wird komplett ausgehoben. Das birgt natürlich eigene Risiken. Ich weiß, die Firma Viessmann arbeitet daran, den Zapfen nochmal zu optimieren. Es wird aber mit Sicherheit dabei bleiben, mit einer klemmenden Variante, also dass der Auflieger nicht, also dass der Zapfen sich nicht mehr aus der Sattelplatte lösen kann. Es gibt nur eine Optimierung für das Stecken und Lösen der Sattelplatte. Grundsätzlich ist natürlich beim Bau der Anlage auf eine ordentliche Straßenführung zu achten. Einmal was Kurvenradien angeht, einmal was Kuppen angeht, was Straßenbelag angeht, hier mit Hinblick auf Pkw, die dann irgendwann kommen. Also Straßenbau, das A und O, dass die Fahrzeuge richtig fahren. So viel zum Königszapfen. Weiter geht's mit Beleuchtung und Kabel. Die Beleuchtung, ich hatte das schon in vielen anderen Videos vorgestellt. Hier hinten haben wir am Auflieger dieselbe Beleuchtung wie am Fahrzeug. Also das Licht, Bremslicht, Blinker links, rechts, Rückfahrscheinwerfer und die Abstandssteuerung. Das Kabel ist, ich würde es fast als weich bezeichnen, also sehr flexibel, trotzdem
sehr belastbar und langlebig, intelligent, verlegt durch den Königszapfen und ein super passgenauer Stecker, der in der Sattelzugmaschine hier unten in die Buchse kommt. Wie auch schon an den Fahrzeugen, natürlich auch an den Aufliegern die Gummibereifung für die ruhige Laufruhe, nicht dieses typische Plastikgeklapper. Ich würde schon fast sagen Standard und ein Muss. So. Für die Montage der Fahrzeuge gibt es in jeder Packung einmal die Bedienungsanleitung, wie ist der Auflieger zu montieren. Das beginnt einmal mit dem schönen Stecker positionieren in die Buchse, einmal den Auflieger zu drehen, damit das Kabel diese Umdrehung hat und sich hier ganz sauber auf das Chassis auflegt und dann einmal auflegen bei der alten Version oder einmal, naja, ich würde es schon stecken nennen bei den neueren Modellen. Zum Stecken des Steckers könnt ihr auch eine Pinzette nehmen oder mit etwas Übung könnt ihr den Stecker auch hier unten mit der Hand stecken. Machen das jetzt einmal zusammen. Ist mit der Kamera nicht so ganz einfach. Also stecken, einmal drehen. Dann seht ihr, wie sich das Kabel hier von ganz allein auf das Fahrzeug legt und die beiden sind verbunden. Wichtig anzumerken ist, in diesem Fall ist es jetzt kein Problem. Der Scania hier ist auf dem Actros aufgebaut, sind hier einmal die Stützfüße, die stören nicht. Grundsätzlich die Empfehlung für den Fahrbetrieb, die Stützfüße abzunehmen und ohne zu fahren, denn sie birgen nur ein Risiko für Probleme. Bei den alten Fahrzeugen, also der alten Epoche Fahrzeuge, bleiben die Füße auch hier am Stecker oder an der Anhängerkupplung stecken. Also da auf jeden Fall ab. Auch beim Actros empfiehlt sich das. Jetzt kommen wir zu einer Intelligenz der Fahrzeuge, einer von vielen, denn wir haben ja eine Abstandssteuerung hier am Fahrzeug und haben eine hier hinten am Auflieger. Jetzt war das früher so, dass im Car Manager dem Fahrzeug gesagt werden musste, durch einen Haken setzen, ob ein Auflieger dran ist oder nicht. Jetzt zur Intelligenz. Heute erkennt das Fahrzeug selbst, ist der Stecker gesteckt, ist ein Auflieger dran, ja oder nein. Also, was müsst ihr am Car Manager einstellen? Nämlich genau nichts. Es hat eine automatische Erkennung und eine Anpassung der Länge. Das zeige ich euch jetzt. Ich möchte euch auch noch einmal zeigen, wie ihr testen könnt, ob die Erkennung funktioniert oder nicht. Also während das Fahrzeug am Car Manager angeschlossen ist, ihr alle Daten seht, einfach den Stecker des Aufliegers einstecken und wieder rausmachen und ihr seht den Haken in dem Kästchen vorne. Und über die Feineinstellungen könnt ihr noch die Zentimeterangabe, also die Länge des Fahrzeuges, optimieren. So, das ist im Wesentlichen bei allen Aufliegern gleich. Egal welcher Aufbau drauf ist, vom Grundding sind sie gleich, Königszapfen gleich, Beleuchtung gleich, Stecker gleich, Gummibereifung und die Funktionen über den Car Manager. Jetzt gehen wir noch einmal kurz auf die verschiedenen Modelle ein und dann bekommt ihr im Anschluss noch ein paar Fahrszenen. Der Sattelkipper ist ja der Standard-Universalauflieger, der passt so ziemlich auf jedes Fahrzeug, ist ein schönes Modell,
Fühlt sich sehr gut an, ist schön gemacht, basiert auf dem Kibri-Ursprung. Hier nur für Commotion tauglich. Er lässt sich auch kippen und feststellen, inwieweit das bei einem fahrtüchtigen Fahrzeug notwendig ist. Darf jeder für sich selbst entscheiden. Es geht natürlich, ich hatte den Kibri-Ursprungsmodell schon angesprochen, es lässt sich im Wesentlichen jeder Auflieger umbauen. Königszapfen muss angepasst werden. Bei den anderen Herstellern nutze ich natürlich ein Kibri-Modell, kann ich den hier genauso auflegen, völlig unproblematisch. Es empfiehlt sich aber auch hier, die Kunststoffbereifung zu tauschen gegen Gummibereifung. Hierfür gibt es ja schöne Nachrüstsets, habe ich hier in dem Fall gemacht. Die Felgen muss ich noch in Rot lackieren, damit das Ganze auch etwas einheitlich ist. Es gibt in dem Fall einen Farbunterschied. Das Modell ist aber schon deutlich älter. So. Und zu ergänzen, bei den universellen Anhängern, also alles, was als Standmodell verfügbar ist, hoffentlich kommt bald die nachrüstbare Rückleuchte für Auflieger und dann habt ihr im Grunde aus einem Standmodell, Carmotion-Modell, in dem Fall wäre das 1:1, nur in einer anderen Farbe. Auf die Universalstoßstange müssen wir uns leider noch etwas gedulden. So, die Kipper stelle ich einmal weg und hole hier einmal den Bettungmischer. Der Bettungmischer hat im Vergleich zu den Kippern einen ganz tollen Vorteil. Hier, ihr seht, der hat auch schon den neuen Königszapfen. Der legt sich auf, hängt sich nicht aus, Kabel selber. Und der schöne große Vorteil bei dem ist, wir haben eine Pendelachse und haben sogar Links-Rechts-Spiel und über beide Achsen Spiel. Also das hier, in der Realität würde ich sagen, Allradgelände tauglich. Also echt super, hier verliert kein Rad Bodenhaftung, egal wie uneben der Boden ist. Denn bevor hier die Bodenhaftung verloren geht, bleibt eher das Fahrzeug stehen, weil es sich irgendwo aufhängt. Ich zeige euch einmal den Bettungmischer. Dazu gab es aber auch schon ein separates Video. Einmal rundherum der Bettungmischer-Auflieger. Und dann kommen wir zum letzten aktuell verfügbaren Auflieger, zu dem grünen Kipper. Das, habe mich ja schon verliebt in die Zugmaschine, die wirklich, wirklich toll ist. Und eine ganz tolle Ergänzung ist jetzt noch der grüne Kipper-Auflieger. Ganz tolles Modell, fühlt sich echt wertig an. Hat hier ein paar kleine Details wie die Unterlegkeile, die Leiter hier vorne. Was ich als Wunsch mal weitergegeben habe, wäre eine rote Stoßstange hinten, dass das nicht so auffällt. Wird vielleicht umgesetzt hier schon mit dem neuen Königszapfen. Ihr seht es, der sich hier aufsetzt. In Kombination, ihr seht das auch gleich in den Fahrsehnen, die ich anhänge, ein wirklich ganz tolles Fahrzeug. Also was hatten wir? Wir hatten einmal die Grundfunktion der Modelle, einmal alle Besonderheiten, was zeichnet die Auflieger aus, was macht ein bisschen die Unterschiede. Abschließend möchte ich nochmal ins Verhältnis setzen, die alten Epoche-Fahrzeuge zu dem aktuellen Actros und den Aufliegern dazu. Die alten Epoche-Fahrzeuge sind vom Radstand einfach etwas länger.
Die Sattelplatte sitzt weiter Richtung Kabine oder weiter weg von der Heckstoßstange, was bei meinem, aber das trifft nicht bei allen zu, bei meinem trifft es zu, der Bettungmischer zum Beispiel hier an dem Stecker hängen bleibt. Ich achte darauf, dass moderne Auflieger auf modernen Fahrzeugen, also auf dem Actros-Chassis laufen. Die alten Auflieger zum alten Epoche-Fahrzeug, aber auch passend zum Actros, nur die neuen zum alten Fahrzeug. Kann, muss nicht, in Einzelfällen kann es aber zu Problemen führen. Das war's schon von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da. Und jetzt kommen noch ein paar Fahrszenen für die Optik. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.